Das Intro hatten wir, glaube ich, schon länger nicht mehr. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Standard-Vlog-Intro. Du kommst in die Wohnung, stellst die Kamera ab, gehst davor raus und dann machst du die Tür auf. Es ist Montag. Bin, ja, gut drauf. Gestern hat schlecht, extrem schlecht gestartet. Check gerne den Vlog ab. Wollte schon alles hinschmeißen, aber zum Glück waren die Influencerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ich engagiert habe, super nett, richtig Zucker und ist hoffentlich alles noch gut geworden. Sieht man dann erst, wenn wir die Fotos komplett final haben und eingefügt haben und sowas, aber ich denke schon. Was ich schon länger nicht mehr gemacht habe, ein Update, das, da fragen auch viele, wie sieht's aus mit den Referrals? Weil Cake hat ja relativ neu dieses, wo man 1% bekommt, jährlich, auf alle Referrals, die man hat. Das heißt, alles, was ihr auf Cake habt, dafür kriegt, also ihr verliert nichts, also ihr merkt einfach gar nichts, aber ich krieg einen Bonus dafür, dass ihr meinen Link verwendet habt. Einfach gesamtjährlich 1%, was halt krank ist. Und diese 1% steigern sich ja immer, weil die Leute, die auf Cake sind, sind natürlich im Lending, im Staking und im Liquidity Mining und generieren halt natürlich immer mehr. Das heißt, ich kriege immer mehr und genau, da haben schon einige wieder mal gefragt, weil ist natürlich interessant, ist eine Menge. Bitcoin kriege ich 0,00008426 in der Woche. Also ich hätte einfach sagen können 8.426 Satoshi. Dash kriege ich 0,000577 3, also ganz, ganz wenig. Ich glaube, ein Typ hat Dash oder so. DeFi bekomme ich mittlerweile 13,2. Wir haben gestartet mit 10, irgendwas. Also ihr seht, das hat sich erstens schon gesteigert. Zweitens, der Wert der DeFi wird sich natürlich irgendwann steigern. Das heißt, diese 13, die ich jetzt bekomme, sind irgendwann vielleicht mehrere 100 wert. Und in der Zukunft werden es dann hoffentlich mehrere 100 DeFi pro Woche sein. Und Ethereum kriege ich ganz, ganz wenig. Und das macht bei dem momentanen Wert 36,64 € pro Woche. Mal 4, sagen wir mal 40 € aufgerundet, sind 160 bei dem jetzigen Wert. Und diese 160 im Monat steigern sich natürlich A, dadurch, dass ihr immer mehr bekommt, kriege ich immer mehr. Und B, diese Sachen steigern sich hoffentlich in Wert und dadurch steigert sich der Wert. Aber das ist jetzt nur ein netter Nebenverdienst und ein kleines Update, weil viele danach gefragt haben. Weil die Top-Leute ganz oben, also die machen echt verdammt viel, weil die haben so viele Referred und da sind auch ein paar Big Player mit dabei. Also wenn man da einen großen Fisch angelt, also der größte Fisch, den ich geangelt habe, ist natürlich der Kollege Dennis, aka Anteko, Manga-YouTuber, der mich damals gefragt hatte und ja, der ist mit 20k, 25k irgendwie so reingegangen. Das ist so der größte Fisch, den ich geangelt habe. Ich bin echt süchtig nach diesen Dingern geworden. Das ist echt nicht gut. Ich gönne mir jeden Tag ein, wenn nicht sogar manchmal zwei. Okay, ich bin erst seit 2-3 Tagen da drauf hängen geblieben. Aber das ist echt nicht gut, Mann. Ich habe mir sogar neue Ladung bestellt, neue Geschmackssorten, die gestern brandneu rausgekommen sind. Gefährlich. Ich kann doch nicht jeden Tag einen Energy Drink trinken. Es gab nicht so eine Doku darüber. Okay, der Typ hat mehrere Liter am Tag getrunken, aber trotzdem. So, schaut's mal. Ich habe das bei Twitch jetzt eingefügt. Die Abzeichen, die ich bestellt habe, ein Monat, also Basic, Bronze, Bitcoin, 3 Monate Subscriber, Silber. Da haben wir sogar schon ein paar. Ich habe also die allerersten, wobei 6 Monate? Ja, doch. Also so krasse Typen, ich glaube Ricardo zum Beispiel, kriegt auch den goldenen Bitcoin schon für 6 Monate Sub. Also der war, ich glaube November haben wir es. Ne, November haben wir angefangen zu streamen, glaube ich. Boah, ich weiß es nicht mehr. Oder, ich glaube, November haben wir Ding bekommen, Affiliate. Also das mit den Subs. Und gleich erster Monat war Ricardo mit am Start. Kuss geht raus, Ricardo. Und noch ein paar andere. Also ein paar haben sogar den 6 Monate, glaube ich, schon frei. Und dann ein Jahr das Platin und das geht eh erst ab Partner. Und dann habe ich auch hinzugefügt. Kanal. Die Panels. Was ich noch einfügen muss, sind bitte, hier so. Was sind wir jetzt? Crypto, Crew, über uns, Social Media und Donation.
Nation, alles wird in DFI und Krypto investiert und für FIFA. Social Media von uns allen. Wie bei uns. Wir waren mal Yu-Gi-Oh! Spieler, TBT, dann Pokémon Go und jetzt halt das, was wir machen. Krypto, der Link zu Cake. Die Crew, Hong Chong, Tati, Nico Bagisch, Demi, Steve. Yo, ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich bin heute leicht neben der Spur, aber ich hole mir jetzt was zu essen. Der Kollege hat den Vertrag oder die Verträge, Vorlagen übergeschickt. Also war jetzt nichts Besonderes, deswegen musste ich auch nicht so viel drüber schauen. Wir müssen halt nur die Namen und dies, das einfügen, die Preise, ein paar Sachen anpassen und dann war's das. Dann schicke ich das den zwei Influencerinnen und dann wollte sich noch so ein, was heißt so einer, der von Pogo früher, ich glaube Ramses hieß der, treffen. Der hatte schon irgendwie letzte Woche geschrieben, hey Jung, ich bin in München eine Woche, würde mich freuen, wenn wir uns mal sehen oder so. Ein kleiner Gastauftritt in seinem Video. Ich so, ja klar, wenn sich es ergibt, kein Problem. Und ja, also ich gönne mir jetzt was zu essen und dann schauen wir mal, ob wir den Kollegen finden können. Digga, Mittagspause. Was ist das, Mann? Yo, ich habe was zu essen gefunden. Hier war ich Freitag schon. Aber der Laden hatte mich überzeugt. Ist eine Kette, aber... Der Laden hier speziell hat irgendwie mega geschmeckt am Freitag, keine Ahnung was los war. Dachte ich mir, check ich nochmal ab. Und dann schauen wir mal weiter. Sommergeulen, ernst gehypt, mittlerweile voll im Trend. So die ganzen deutschen Sommergeulen, ich liebe Sommergeulen, dies, das. Sind okay. Ich suche noch gute Sommerwahl. Winter besser? Ah, schmeckt trotzdem Hammer. Seht ihr das? Ich bin safe dabei, bra! Gerade eine E-Mail bekommen von, wie nennt man das? Nicht das Management, der Vertrieb. Ich glaube, Vertrieb ist ein gutes Wort vom Capibrate. Die hatten uns ja damals angeschrieben und da haben wir es exklusiv bekommen in diesem einen Safe. Und Capi bringt demnächst eine neue Sorte raus. Und dann haben die uns wieder angeschrieben, hey, antworte mit, bin safe dabei, bra. Und dann wird es nächste Woche an uns geschickt. Super saftig, Leute. So Kleinigkeiten freuen mich. Auch wenn der Channel nicht läuft, auch wenn wir nur unseren Spaß haben. Aber ja, sowas ist natürlich immer geil. Ich habe gestern was gesehen, Yu-Gi-Oh! Technisch, interessanterweise. Da folgen uns ja auch noch ein paar von den alten TBT-Zeiten. Hier, schaut's mal. Boom! Kein NFT? Also NFT, Blue Eyes by Dragon wäre krass gewesen, also den hätte ich mir safe geholt. Das war irgendwie eine Special Edition Platinum Blue Eyes by Dragon. Weißer, weißäugiger, blauer, weißer, war, ich weiß nicht wie er auf Deutsch heißt. Blauäugiger, weißer Drache. Limitierte Edition und die konnte man vorbestellen. Also jetzt habe ich schon verpasst und ist vorbei, also ich habe es mir eh nur überlegt. Aber das Krasse ist halt, der kam nicht in irgendeinem Booster-Set oder so, sondern speziell nur der alleine zum Kauf. Da habe ich die Jungs gefragt, hä? Das ist doch krank, also das könnte doch so eine super exklusive Sammlerkarte in ein paar Jahren werden. Also, aber die anderen hat es halt so gar nicht gejuckt. Und dann habe ich es halt heute auch vollkommen verpasst. Aber manche meinten, nee, ja, Konami, die reprinten das und da, bei denen ist nie was exklusiv, das wäre zu krass für Konami.
Und da werden noch dann mehr Auflagen kommen und sowas. Aber mein erster Eindruck war, boah, könnte man sich überlegen. Bin gespannt, also. Also ich hab's verpasst. Ich glaube, es gab nur 1000 Stück eh. Also europaweit 1000, dann nochmal Amerika und dann wahrscheinlich so Asia-Markt. Schau mal in ein paar Jahren. Vielleicht haben wir da eine gute Gelegenheit verpasst. Ich glaube, das war's von mir, Leute. Heute ein bisschen wirrwarr, random. Aber hey, es ist Montag, man, verzeiht mir. Ihr wisst Bescheid, gerne Like, Kommentar, Abo. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Jetzt haben wir die Panels, die Emotes, die Badges, die Alerts und so weiter und so fort. Also schaut's gerne vorbei, jeden Freitag, fast jeden Freitag. Und ansonsten natürlich in Bitcoin und DeFi Cashflow investieren. Das war's von mir, Serious Business und ciao.